In den 60er und 70er Jahren sind ja auch bei Schott viele Gastarbeiter angestellt gewesen. Hatten Sie in Ihrer Arbeit auch Berührungspunkte zu diesen damaligen Gastarbeitern? Ja, eine ganze Menge. Da ich ja zunächst nur mal geshoppt habe bei Schott, habe ich das Ganze ja auch von der industriellen Arbeit her mitbekommen, dass man da schon gesehen hat, dass eine ganze Reihe ausländischer Mitarbeiter da waren. In den 50er Jahren zunächst ja mal überwiegend italienische Mitbürger, die als sogenannte Gastarbeiter kamen. Und später kamen dann dazu Spanier, Griechen, eine ganze Reihe. Damals gab es das Jugoslawien noch in der alten Prägung. Jugoslawen kamen dazu und später dann die türkischen Mitarbeiter. Was natürlich für so einen Betrieb, wenn Sie Schott nehmen, der von Jena, der Zug der 41 Glasmacher von Jena nach Mainz, das war so, dass Thüringen von den Amerikanern an die Russen übergeben wurde und natürlich das ein Schock war für so ein freies Unternehmen, Schott Zeiss, ne, das ist schon ja auch eine Welt für sich gewesen, von Wissenschaft und Forschung her auch geprägt in der gesamten thüringischen Gegend um Jena rum. Die kamen dann über Landshut nach Mainz. Und jetzt muss man ja wissen, dass wenn so 41 Glasmacher dann in Mainz einen Betrieb aufbauen, der alte Professor Schott hat den Betrieb aufgebaut, dass man ja dann nicht zurückgreifen konnte auf traditionsgemäß Menschen, die in diesem Industriezweig gearbeitet haben. Man hat zunächst mal dafür sorgen müssen, dass diese doch sehr speziellen Arbeiten in der Glasfertigung, einmal von der technischen Seite her, daher auch mein großes Verständnis für Technik. Ich halte Technik für eigentlich für das Wichtigste, ne? Eine technische Voraussetzung muss ja da sein, um irgendwas zu produzieren. Einmal von der Verfahrenstechnik, andererseits auch von der Schmelze, von der Wissenschaft her. Wie schmilzt man Glas, optische Gläser? So, und das musste man ja in Mainz erstmal zunächst auf diesem doch hohen Niveau etablieren. Und dazu gehörten natürlich auch Menschen, heute würde man das Handlings nennen, die einfachere Arbeiten ausführen. Damals gab es ja keine Roboter, ne? Man musste also sehr arbeitsteilig Arbeit zerlegen und das Ganze umsetzen. Und dazu gehörte natürlich, dass man ausreichend Menschen zur Verfügung hat, die solche Arbeiten ausführen können. Und das führte in den Jahren dazu, dass man dann ausländische Mitarbeiter angeworben hat. Hinzu kam ja, dass in den 50er Jahren das sogenannte Wirtschaftswunder, ein sehr viel schnellerer Aufstieg nach dem Marshallplan, ne, zugange war. Und natürlich gerade jemand, der wie Schott von Jena nach Mainz kam, insbesondere dann, ich habe es eben versucht zu erklären, Arbeitskräftebedarf war. Genau.